Moin Leute, heute gibt es eine spoilerfreie Kritik zum neuen Netflix-Film, nämlich namens Hellbilly Elegy. Wie dieser mir gefallen hat, das sage ich euch nämlich jetzt im Nerdcheck. Ein Jurastudent kehrt mit seiner Frau in seine kleine Heimatstadt in den Appalachen zurück und reflektiert über die Geschichte seiner Familie und die eigene Kultur. Über drei Generationen wird über das Leben von Menschen berichtet, die aus der Arbeiterklasse stammen und sich den amerikanischen Traum verschrieben haben. Doch die Hoffnung auf Wohlstand wurde mit dem Untergang der alten Industrien vernichtet. Das kann man kurz und knackig sagen zu Hillbilly Elegy, ein Film von Ron Howard, den man natürlich von Apollo 13 kennt. Und natürlich ist es ein Drama-Biopic basierend auf dem gleichnamigen Roman. Eine Stunde und 56 Minuten geht dieser Streifen und wurde von Drehbuchautorin Vanessa Taylor umgesetzt. Ja, da kommt das nämlich schon zum Punkt. Story an sich finde ich wirklich gar nicht schlecht gemacht. Die ist gut erzählt. Man unterleuchtet auf jeden Fall diese drei Generationen, diese drei Protagonisten. Nämlich haben wir erstmal Meryl Streep, aka als Mama. Dann haben wir noch Amy Adams als Beth und natürlich Jedi Vance. Der wird gespielt von Gabriel Basso. So, und diese drei Personen geht es natürlich auch in diesem Buch und natürlich jetzt auch diesem Film. Und da muss ich einfach sagen, jeder kriegt natürlich immer seine Screentime. Natürlich Amy Adams ein bisschen weniger als die anderen beiden Protagonisten und das ist okay, hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können, aber es geht ja eigentlich eher um J.D. Vance und natürlich um die Appalachen, die Hillbillies und wie sie überhaupt dargestellt werden. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut gemacht, so den amerikanischen Traum zu zeigen, der vielleicht möglich ist in den USA oder natürlich in Amerika, und das macht auf jeden Fall auch Sinn. Vanessa Taylor hat für mich eine gute Story umgesetzt, die vom Pacing wirklich gut ist, die, sagen wir mal, vom Storytelling nicht zäh oder müde ist. Man kriegt dann manchmal ein bisschen ein paar Flashbacks und dann ist man wieder ein bisschen in der Gegenwart. Das finde ich okay und das kann man sagen, die Story an sich für mich ein ganz guter Punkt ist. Dann kommen wir natürlich, sagen wir mal, zu dem Make-up und der ist wirklich Oscar-verdächtig. Oscar-verdächtig in dem Punkt, wenn man zum Beispiel Meryl Streep sieht, alter Schwede, haben die das Team, das Make-up-Team, die wirklich gut umgesetzt. Auch Amy Adams, wenn sie da wirklich in den Tiefpunkt ihres Lebens steckt, als Beth, meiner Meinung nach, wirklich eine sehr gute Leistung und könnte vielleicht auch einen Oscar bekommen, natürlich als bestes Kostüm oder vielleicht auch bestes Make-up, man weiß es nicht. Also für mich geht da wirklich Hillbilly Elegy in eine gute Position für die Oscars. Dann haben wir das Schauspiel von den drei Protagonisten und natürlich mehreren Leuten, die natürlich da mitgemacht haben, mehreren Schauspielern. Natürlich fangen wir an mit Gabriel Basso, der ja den Jedi Vance spielt. Ich finde jetzt ihn nicht zu überspitzt, macht eigentlich eine ganz solide Leistung. Er beweist auf jeden Fall, dass er Schauspielern kann und ich finde auch, das macht er wirklich gut. Sag mal auch als junger Darsteller, der natürlich den Jedi Vance spielt, auch da ist es wirklich völlig in Ordnung. Aber für mich wirklich das Highlight ist hier Meryl Streep, die beweist natürlich auf jeden Fall, dass sie eine sehr gute Schauspielerin ist und zeigt natürlich als Mama hier wirklich, dass sie es drauf hat. Amy Adams ist so für mich so ein bisschen nicht jetzt der Schwachpunkt in diesem ganzen Film, aber ich finde, sie kann schon ein bisschen besser schauspielern und zeigt jetzt manchmal dann auch nicht so das grandiose Schauspiel. Es geht in Ordnung, ist für mich aber auch dann wirklich nur überdurchschnittlich. Ja, dann gehen wir weiter zu den, auf jeden Fall zu den Locations, zu den Kostümen. Und da muss ich sagen, es hat mir auch wirklich gut gefallen. Spielt teilweise in den 90ern, spielt aber auch wieder in der Gegenwart. Und das macht auch wirklich einen ganz guten Eindruck von der Qualität her. Für einen Netflix-Film ist es wirklich gut gemacht und kann da auch wieder punkten. Dann, natürlich, haben wir auch den Score. Und der Score und der Soundtrack ist von Hans Zimmer gestaltet. Und ja, da muss man einfach nichts sagen oder nichts anderes sagen. Das ist wirklich eine sehr gute Leistung. Dann kann man eigentlich schon zum Ende gehen und sagen, warum wird der eigentlich so in Amerika so gehatet, der Film? Ich habe keine Ahnung. Also dieses Buch ist auf jeden Fall ein Bestseller und da komme ich auch zu meinem Fazit. Es ist eine Gesellschaftskritik, wo man sagen kann, man kann den amerikanischen Traum leben. Von einem armen Hillbilly zu einem Jurastudenten und natürlich höher zu werden, das beweist natürlich J.D. Vance, der ja auch jetzt ein erfolgreicher Unternehmensberater ist in den USA. Ja, da kann man sagen, er hat den amerikanischen Traum gelebt und das beweist auch der Film.
Der Film zeigt eigentlich sehr viele Facetten dieser drei Generationen und das hat wirklich Spaß gemacht, auch dazu zu sehen, von der Story her, von den Locations, von den Kostümen, vom Make-up. Und darum bekommt auch dieser Film von mir eine 8 von 10 und gehört für mich auch wieder zu den besseren Netflix-Filmen in diesem Jahre 2020. Wenn das andere vielleicht sehen und sagen, der Film ist nicht gut und frag mich nicht warum, aber ich finde, von den Qualitäten her kann er wirklich gut punkten. Könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr den auch so gut fandet wie ich. Ich würde mich natürlich auch dann über ein Abo freuen, über ein Like und natürlich über das Kommentar. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns natürlich bei den nächsten Fakten, Kritiken hier auf meinem Kanal. Bis dann und ciao und bam.